Hallo und herzlich willkommen hier zum Landwirtschaft Simulator 2013 und ja, mit dem Basti. Hallo Basti. Mal wieder. Hallo. Du bist komisch, weißt du das? Ja, wir haben hier ein bisschen Getreide, Gerste, Raps. Das bringen wir jetzt zum Händler, weil wir ein bisschen Kohle brauchen, wie immer. Ja, guckt euch weil der Danny wieder Blödsinn gebaut hat. Ich habe keinen Blödsinn gebaut. Nein. Das kannst du ja gar nicht beweisen, weißt du wie? Nein, was machen denn die Kartoffeln auf dem Feld? Naja, wie gesagt. Der junge Mann hatte gedacht, wir pflanzen Kartoffeln. Wir pflanzen Kartoffeln. Wir machen das Feld fertig. Nur das Kartoffelernten wird ein bisschen schwierig. Weil er wieder einen Zuckerrübenernter kaufen musste. Wie beim ersten Feld. Lol. Ja, es ist mir halt wieder passiert. Ich habe halt nicht gelesen und wundere mich eigentlich bloß auf dem Feld, warum da nichts losgeht. Mal wieder. Mal wieder. Und ja, ich weiß gerade nicht, wo ich hinfahre, aber ich denke mal, ich bin rich. So, hier ist frei, dann fahren wir. Und ja, wie gesagt, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für eure Treue, ja, für die ganzen Abonnenten und für die Likes auf unseren Videos hier. Das ist schön, dass es euch gefällt und ja, natürlich werden wir es weitermachen. Und ja, dann frage ich einfach mal den Basti, was hat er denn zurzeit für Projekte am Laufen? Oh, momentan nur Bauernsimulator mit den Bauern am Ohr. Bauernsimulator. Und böse Nachbarn. Ich habe mir sagen lassen, dass man das nicht Bauern nennt, ne? Oder Bauer, das generell nicht nennt. Uff. Man nennt das Landwirt. Ja, also Bauer. Bauer ist ein Schimpfwort in der Branche. Also bist du ein Bauer. Also bin ich ein Bauer, genau. So, wir haben 120.000, 130.000. Und ja, gut, das reicht, um das wieder rauszumachen, was du verhauen hast. Dann wird Basti jetzt mal noch schnell seine Ladung abladen und dann das ist sogar eine Tankstelle, das ist super, aber ich muss nicht tanken. Ich habe auch noch 376 Liter. So, da warten wir mal sehen. Dann könnte ich das nämlich gleich holen. Oder zum Beispiel der Basti holen. Mal wieder. Mal wieder. Mach mich nicht fertig. Ich habe geschwitzt. So. Wir haben 160.000. 170. Ja. Dann werde ich jetzt mal ganz genüsslich meine Brille aufsetzen. Ja, die du eben gerade vergessen hast, das hättest du nicht die falschen Sachen gekauft. Also 100, ich kaufe erstmal den. Also wir brauchen den kleinen, ne? Du brauchst unter Kartoffelerntemaschinen, du brauchst den ersten und den zweiten. So, und der ist gekauft. Gut. Mal wieder. Mal wieder. Erst hat er den gekauft, diesen Schläger, und dann hat er den verkauft, obwohl wir die wieder brauchten. Ja, und da gibt es nämlich noch was anderes, ja, ich wurde nämlich schon mal angehauen da drinnen, das was wir eigentlich schon ausgerufen haben. Ja, wir verlangen einen neuen Mitspieler oder Mitspielerin. Und ihr habt gefragt, wie man das machen kann, natürlich einfach mal unter die Videos schreiben, euren Namen, was euch ein bisschen so ausmacht und dann werden wir euch, natürlich müsst ihr auch Skype oder das könnt ihr auch unter den Privatnachricht schreiben, weil wir müssen euch ja anrufen können oder zumindest schreiben. Also wenn ihr dazu Lust habt, seid ihr gerne eingeladen, wir brauchen noch qualifizierte Mitarbeiter. Ihr kriegt auch einen gewissen Lohn, das soll ihr nicht, daran soll es nicht hapern. Bitte Mitarbeiter, die auch lesen können, die Erntemaschinen, Kartoffeln und Steckrüben und sowas auseinanderhalten. Wenn ich mir dann nämlich diesen Porsche holen kann und dann macht ihr nämlich die Arbeit und ich mache nämlich gar nichts, weißt du wie? Sollte ich schon immer mal machen. Du kannst dich gleich mal in den Dreck ersetzen und mitkommen, die Sachen holen. Ja, sofort. Sofort. Wo haben wir denn jetzt einen Trecker hier? Der steht mitten auf dem Feld, wo auch immer. Was macht denn der Trecker hier hinten? Weiß ich nicht. Den musst du ja dahingestellt haben. Ja, heute darf ich meine Zeit nicht so ganz verpassen. Ich schätze mal, es sind schon gute 8 Minuten rum. Nehme ich mal an. Gut, wenn es 5 Minuten länger ist, ist nicht so schlimm, aber so groß darf es dann auch nicht sein, ne?
Ja. Was gibt's Neues? Ja, wir müssen es letztens aufhören, weil wir diese Map nicht benutzen konnten. Warum auch immer. Ja, wir konnten die zwei schon benutzen, die andere Map, aber irgendwie konnten wir nachher keine Ernte wieder zurück in den die Anhänger schieben. Irgendwie hat nichts funktioniert. Ja. Und deswegen haben wir uns mal eine neue rausgesucht hier. Wir hatten noch eine vorher, aber die war ja noch zum. Ja, aber die können wir trotzdem irgendwann mal zeigen. Ja, natürlich, da müsste es aber weiter ausgebaut sein. Also da müssten ein paar Felder da sein zum Ernten, ne? Ja, wir können auch mal gucken, dass wir einmal so rumfahren. Ja. Einmal vorstellen. Das könnte man natürlich tun. Ja, wenn ihr wahrscheinlich ein paar Maps habt, die ihr gebaut habt und ihr wollt sie gerne uns vorstellen, könnt ihr das natürlich auch irgendwo hochladen bei LS Modes oder wo das auch immer gibt. Ja, und ihr schickt uns einfach den Link und wir werden dann sehen, dass wir die dann ausprobieren werden. So. Was hab ich jetzt genommen? Das brauchen wir doch gar nicht. Du brauchst einen kleinen. Brauchst nicht deine Badewanne mitnehmen. Ist keine Badewanne, ist ein Futterwaren. So. Sag ich doch. Eine Badewanne will die denn die Fusse. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, wir sind jetzt dabei, ein bisschen Geld zu sparen für unser zweites Feld. Ja. Jetzt, obwohl wir alles ausgegeben haben, müssen wir von vorne anfangen. Tja, das ist halt. Kann man halt nicht ändern, ne? Was war das zweite Feld? 120? Oh, ne, irgendwas mit 57 kam das. Achso. So, da werden wir jetzt mal sehen. Eigentlich könntest du es gleich ausprobieren, ob das geht, aber theoretisch müsste es ja jetzt gehen. Bei dir bin ich mir nie sicher. Vielleicht Warum? sollte ich nochmal das Kleingedruckte lesen. So, ich habe das Licht angelassen beim LKW, das ist nicht so gut für die Batterie. Meine Damen und Herren, liest immer die kleine Schrift unten Ja. am Rand. Nee, ich habe nämlich heute schon hier am Base ja gespielt und habe das Rätsel nur endlich mal gelöst, Gott sei Dank. Ohne Kate. Weil die ist ja meistens immer so hier der. Wie schön, der Rätselfreund. Aber ich habe es allein geschafft. So. Ja, da Es kann man ruhig mal einen Helfer einstellen hier. Verflixte Kockenkacke. Ja, ist auch normal, ne? Es sind ja nur kleine Maschinen. Ja, liebe Freunde, wenn ihr ein bisschen Ahnung vom Mutzbau habt, dann könnt ihr mal hier einen Helfer einstellen lassen. Irgendwie kann man das so programmieren. Ich nehme den dann sofort. Lasst euch das gesagt sein. Mein LKW ist kein Transportschwein. So. Ah, sieht doch gut aus. Bisschen schwerfällig, ich habe kein Gewicht. Und mir geht's und ich habe auch kein Gewicht und mein Gerät ist ein bisschen größer. So, da werden wir jetzt mal sehen, dass wir das ein bisschen abarbeiten können. Und ich werde dann gleich noch mal ein bisschen was anderes zeigen. Und dann sehen wir uns natürlich schon wieder im nächsten Part wieder. Ja. Mit dem Ja. blinden Danny. Da werde ich jetzt mal gleich mal rüber scratchen hier in den schönen MAN. Also wer den Mod gebaut hat, ist schon mal sehr, sehr schön gebaut. Wer das war, kann ich euch nicht sagen, muss ich nachgucken. So, bleibt mal da, ich will gleich mal hier was reinhauen lassen. Oder fahren wir noch aufs Feld. Ja. Weil so komme ich nicht ran. So. Palim, Palim.
Klack, 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 klack. Kommt wohl nicht schnell, hä? Nö. Warte mal. Das war's schon. Mehr hast du nicht? Nee. Das war jetzt aber ohne Verarschung, oder? Ich bin ja zwei Bahnen gefahren. Was erwartest du? Na dann. So, meine lieben Freunde, wollte ich das sagen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und dann werden wir mal ein bisschen was anderes zeigen hier. Was wir so ernten können. Ich höre dir mal gerne ein paar Tomaten pflanzen. Oh. Ich bin aber gespannt, wie man die ernten will. Mit der Hand bestimmt, wa? Dann kauft er bestimmt einen Karottenernter, um Tomaten zu ernten. Wahrscheinlich. Gut, meine lieben Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. So.